ist ja alles grün. Und weich. Grünes, weiches Etwas. Ha, eigentlich wollten wir doch auf den blauen Planeten. Ja, sowas, dabei ist alles grün. Na, Vagabundus, so antwortet doch. Nicolina, komm zu mir und tanz mit mir. Wir haben es geschafft. Wir sind auf dem blauen Planeten. Piccolina, mein Mädchen, komm, tanz mit mir. Wir haben es geschafft. Schau mal hier. Es ist alles grün. Ist nicht blau, ist grün. Das ist ja grün. Grün. Ist nicht blau. Nein. Verzwackelter Zwackelbuding, du hast recht. Du sollst doch nicht immer fluchen. Ja, aber was soll ich sonst machen als fluchen, verzwackelter Zwackelbuding? Wir sind nicht auf dem blauen Planet, wir sind auf dem grünen Planet. Alles ist verkehrt. Hast du das auch gehört? Ja. Da war ein Zischen. Am besten, du gehst mal dorthin zu dem Baum und ich passiere auf, dass nichts passiert, ja? Nein. Warum? Du gehst. Weil ich der große, starke Mann bin? Weil du einfach gehst. Na gut. Dann komm mit. Eine echte Zauberkugel. Ja. Und wir haben sie gefunden. Sie sagt, dass wir doch auf dem blauen Planet sind. Also doch? Also doch. Sie sagt, wenn wir hier durchschauen und Erdenkind sagen, dass uns dann alle Kinder der Welt sehen können. Oh. Sollen wir mal? Okay. Eins, zwei, drei. Erdenkind. Piccolina Vagabundus! Piccolina Vagabundus! Ja! Ihr habt uns gerufen? Ja. Warum denn? Guckt mal, was wir jetzt schon gebastelt haben für den Friedensvogel. Für den Friedensvogel? Wow! Den magischen Schutzzauber. Miramarum Temporus. 1000 Jahre Genius. Den kennt ihr noch nicht. Das ist der Krududu. Na, hallo. Piccolina ist jetzt wieder bei uns. Ah. Und die Hoppel, die Hops, die waren nicht gefährlich. Ja, ich weiß, du hast es gleich gesagt. Jetzt gehen wir das Wasser des Lebens suchen. Große Bäume, warmes Feuer, starke Winde, tiefes Wasser. Ich spür's in meinem Körper, es bringt mich in die Kraft. Und jetzt die Maske ab? Die Maske ab. Oh, hallo Piccolina. Ich mag dich mit Maske sehr gerne, Piccolina. Aber ich mag dich ohne Maske noch viel lieber. Fühlt sich so frei an. Du magst dich auch ohne Maske noch lieber. Mhm. Du, dann müssen wir jetzt den Baum der Traurigkeit finden. Der sieht aber traurig aus. Ob das der Baum der Traurigkeit ist? Bestimmt. Vagabundus, Krududu. Toki toki, hey, hey, hepo itai tai, hey, ho, hepo itai tai, hey.
Hepoitaitai, hepoitokitoki, hepoitokitoki, hey, hey. Und der Friedensvogel kann nur dann kommen, wenn ganz viele Menschen tief in ihrem Herzen spüren, dass sie Frieden wollen. Dann kommt der Friedensvogel. Und wisst ihr, Kinder, dass ihr dazu ganz viel beitragen könnt? Ja, ja. Ihr könnt zum Beispiel Friedensvögel malen. Ja, und jeden Tag einen Friedensvogel ins Fenster hängen. Dann schickt die uns zu uns auf die, wie heißt das Ding nochmal? Homepage. Homepage. Ja, und irgendwann haben wir 1 Million Kinder. Und dann hört der Friedensvogel euren Ruf. Und der blöde Magier Zehor vom Schwarzen Mond, der hat dann gelost. Keine Chance hat er mehr. Keine Chance. Wenn ihr Kinder alle mitmacht, haben wir die besten Chancen auf Frieden. Tschüss, Kinder. Tschüss. Tschüss.